Willkommen zurück! Die erfolgreiche Jagd ist endlich vorbei. Und wir müssen jetzt Kranke heilen. Das ja, ist doch eher was für uns. Haben wir es eigentlich verstanden, ne? Wobei gar keine Markierung gesetzt wird. Aber hier steht ja nur, in Gottes Hand, hilft dabei, die Kranken und Verwundeten im Kloster zu behandeln. Ja. Fit. Fleischbeet haben wir uns gerade organisiert. Können wir ihn ansehen? Genau, ansehen. Okay, guter Mann. Was fehlt Ihnen denn? Everything here is fine. Okay. Er sieht aus, wäre fast tot. Everything here is fine. Kannst du den Bruder nochmal anquatschen? And who are you? Brother Elias. What do you do here? What I can. I'm just trying to help the Scarlet's locals as much as I can. Okay. Do you know anything about healing? A little. I can manage the basics, but without Brother Nicodemus, I'd never be able to deal with the more difficult cases. Okay. Thank you. Ich meine, einer von denen müsste ja der Verräter sein, von den Neueren. Der Verräter? Naja, den wir für die Hauptquest suchen. Also der sich heimlich undercover da reinschleicht. Was? Hey! Pius. Ja, aber wir wissen ja nicht, wer er ist. Ja, aber Pius ist... aber das Kloster als solches ist ja nur der Part hier. Ja, aber das kann ja sein, dass der sich auch hier irgendwo rumtreibt. Ja, weil wenn man sich auf der Map sagt, das hier ist das Kloster, das eigentliche, wo wir noch nicht reinkommen. Das hier gehört zwar irgendwie grob dazu, ist ja aber der öffentliche Bereich, ne? Richtig, ich habe ja nur gesagt, er könnte ja hier schon rumlaufen. Nee, ich glaube tatsächlich nicht, dass er... Ich glaube, als Novize darf er nicht raus und würden wir theoretisch die komplette Questreihe skippen können. He just needs to sleep. Ja, aber wir wissen ja auch nicht, wie er aussieht. Das sollen wir herausfinden, unauffällig, und ihn dann... I can't get a wink of sleep. What are you making such a fuss about? A fuss? Because of my leg, I have to stay here for at least another week. Hurts like fuck. And with everyone else moaning and groaning all night, I can't get any sleep. Okay. Warum gehst du nicht woanders? Maybe I can make you something to help you sleep. Oh, then for God's sake, do it quickly! Oh! Boah, okay. Vielleicht haben wir irgendeinen Trank, so. He'll be able to get out of this. Ich check erstmal alle durch, ne? Traumloser Schlaf bräuchten wir aus Harry Potter. What do you want? You're not from Scarlet's? No. But please help me. I can't stay here. What oh Gott. The fuck? Okay. Du bist ganz schön zerbeult. Well, you're pretty battered, but I don't see anything that a few weeks rest can't fix. Weeks? My God, I have to get back to work sooner than that. Okay. What happened to you? I was working on the building when the scaffolding up by the roof collapsed underneath me. Well, and you're very lucky you survived at all. Yes, that's what everyone tells me. But it's no use being alive if all I can do is lie here like a wet sack of barley. What's the problem? Why can't you stay until you heal? I have a family. I'm poor. It's only thanks to the building work that we can survive. And the master told me if I don't come back in a few days, then I shouldn't come back at all. And where can me and my wife go then? Who'll take us in? We'll end up living in the woods, where any bandit or ruffian could set on us. Is there anything I can do to help? It looks like they took care of your wounds. When I was little, my father got trampled on by a horse, and an old hag from the village gave him some kind of purple herbs for it. And he got better very quickly. And do you remember what the herbs were? I don't. But there's supposed to be the whole cursed knowledge of the world in this place. Something has to be written about it. A herbarium. Anything. I'll try to find something. Thank you. Thank you. Draußen wird wieder getrommelt, deswegen habe ich kurz das Set. Ja, na, wie bei der türkischen Hochzeit. Weißt du, mit so einer Dup-Dup-Dup-Dup. Feuerwerk. Hans aus... Okay, wer Hans? Hans sagt mir nichts. Hans. What? What's happening? You look alright? Mostly, but my leg still hurts. Did the Cumans wound you? That's what I tell the ladies. Truth is, I did myself a mischief while I was running away. And do they rebandage it for you? Occasionally.
They told me they don't have enough bandages. Ja, das haben wir. Well, that's no use. Those bandages need changing. I've got bandages, so I can take care of it. Wonderful. Oh. Could you tell Brother Nicodemus? Mach das selbst. I can do it myself. I thought you were a blacksmith. A long time ago. But unfortunately, I've had to learn a thing or two about the art of medicine since then. Well, fine then. Juhu! Sehr gut. Schön, wie es so rund ist dann. Ja. Shit. What's going on? Wirklich, da kommt nichts Neues. Oh, hey. He just needs to sleep. He just needs to sleep. Oh, noch der hier. Ah! Das blutet ganz schön. Oh, die ist so schon. He just needs to sleep. God be with you, Henry. He's not reacting. But all I can see that's wrong with him is his leg. I have to ask Johanka. Ja, boah, es artet echt aus hier. These wounds have been well taken care of. Philip, from Scalitz. I don't see any wounds, but he's shaking terribly. Vielleicht hat er Fieber? Wir können nicht mit ihm reden, wahrscheinlich auch mit Nicodemus oder... Johanka. Boah, das ist ja richtig Mega-Quest, ey. Das ist voll cool. Das war da, guck mal, das war... Das finde ich voll geil. Okay, das haben wir gemacht, optional. Dann bräuchten wir einen Strang für den Schlaf. Da könnten wir mal in unser... Genau, wir labern mal den Pfarrer, Pater. Ich wollte gerade sagen, der kann uns vielleicht was beibringen, aber jetzt die ist... Ist gerade nicht hier. Dann guck mal in unser Buch. Wir haben da, glaube ich, nichts. Wir gucken trotzdem mal rein. Was haben wir denn so? Lesen. Den Zaunestrunk. Das ist... Blutrausch, Stärke. Ja. Ritterschnaps. Bringe Blumen auf Kurs. Wissenschatz der Araber. Das ist irgendwie nur was Heilmittel. Gift. Und Bokblu ist auch so ein Buff. Ja. Aquavitalis ist auch ein Buff. Wer sich ermutigend schwach fühlt, aber. Nee, aber jetzt nichts gegen. Gegen Schlaflosen. Also, wir wollten einen Schlaftrank. Ja. Ich wüsste da was, viel Alkohol trinken. Okay. Wein. Oh, können wir hier was klauen? Nein. Nee, tatsächlich nicht. Kommst du, dass ich schon nach Hause gegangen sind, weil es zu spät ist? Oh ja. Ja. Sollen wir auch schlafen gehen? Ja. Okay, gehen wir kurz. Ach nein, ich wollte gerade Pebbles rufen. Oh, Pebbles. Oh nein. Pebbles hat nur Urlaub. Das hat der Titler hier mal ein bisschen. Die Arme, die fühlt sich da sonst auch. Ich will nur das Ersatzpferd. Nein, hat der Titler, ist was ganz Besonderes. Ja, ist unser erstes selbstgekauftes Pferd. Pebbles ist quasi der Mann an unserer Seite. Stimmt. Und sie die Frau an unserer Seite. Ach, das ist sehr süß. Sweet, sweet. Gott, Mann. Da. Warte, wir nehmen hier mal die kurz die Abkürzung. Und zack. Und rennst los und pfeifst nachher. Ja. Das sehe ich hier gleich. Oder? Ja, doch. Ja. Wieder, wo wir nicht durch die Tür kommen, war das nicht so? Ja, weil wir im nächsten Bett dann immer schlafen. Ja. Haben wir nicht hier Dingens umgehauen? Manfred? Hi. Voll unauffällig. Aber ist ja nicht. Ich meine, sein Mündel, den er jetzt zu beschützen hat. Ist abgehauen. Der ist schon weg sein, von daher. So, jetzt ein Bett frei. Jo. Was essen? Dann können wir uns jetzt den Tag über um die Verletzten kümmern und sobald wir damit durch sind, geht es ins Kloster. Ich hab schon sehr cooles drüber gehört. Ja, ich finde cool, wir bereiten das ja schon mal vor, wir arbeiten ja schon mal außerhalb. Ja. Hä? No, what the fuck? Oh nein. Das Wildfleisch. Oh, hätten wir das abgeben können? Nee, weil sie nicht mehr da war. Doch, sie war da. Ach, shit. Warum hast du es dann nicht gemacht? Keine Ahnung, weil ich nicht im Kopf hatte, dass das halt schlecht wird dann. Ich habe mich schon gewundert, warum du dir das überhaupt aufhebst. Ja. Dann müssen wir welches kaufen, los. Ja, aber ich dachte, das kann man nicht einfach so kaufen. Ist ja verboten. Also es kann sein, dass der wird. Können wir die Zeit zurückdrehen? Nee, wir haben keinen Savepoint dazwischen. Jetzt. Schade. Hey, was bist du da noch hier? Bist du bescheuert? Der ist halt sein. Der wird halt noch nicht offen. Okay, ich warte mal noch kurz bis 9. Ich glaube nicht, dass der wird Fleisch dabei. Die kaufen das, glaube ich, auch nicht.
glaube, die haben nur andere Sachen, die haben nicht, ne? Nur so Fertigkram. Convenience Food. Ernsthaft? 9 Uhr? Nichts los? Oh, 7 nur noch. Haltbar. Danke. Oh. Toll. Das ist doch kacke, wie schnell das kaputt geht. Das kann auch nicht. Hält nicht mal einen Tag. Natürlich nicht. Frisches Fleisch. Ohne ja, aber in dem. Ja, in dem Spiel, ja. Aber es ist jetzt nicht. Wir sind ja jetzt hier nicht bei 80.000 Grad. Aber das ist alles gekocht und wäre auch nicht genug, selbst wenn ich es jetzt kaufen würde. Oh, ein dritter Schnaps. Hat viel davon. Kaufen wir einfach mal gerade. Jetzt bringt es das hier nicht. Naja. Gebraten dürfen wir auch nicht, ne? Das muss roh sein. Muss es das? Lass ja, es würde aber nicht reichen. Das war ja, ich brauche ja 100 davon. Also vielleicht mache ich das irgendwie im Off. Im ja. Off noch, je nachdem wie schnell wir jetzt hier mit dem Rest durchkommen. Ansonsten war das die optionale Quest. Das ist natürlich trotzdem extrem ärgerlich. Ja, was ärgert mich tierisch dann. Ja. Das ist aber auch mies, das hat nicht mal 24 Stunden gehalten, wenn man ehrlich ist. Ich finde, das Spiel könnte das wenigstens so machen. Nö, das waren ja jetzt eigentlich nur 7, komm, das ist ein bisschen übertrieben. Ja, das ist tatsächlich aber sehr realistisch. Nein, nicht nach 7 Stunden ohne Sonne, wenn du es in die Bürosonne legst vielleicht. Ja, aber wir werden es hier irgendwo in der Satteltasche gehabt haben. Da knallt den ganzen Tag die Sonne drauf. Natürlich, es muss sofort weiterverarbeiten. Oder kühlen. Oder salzen oder was auch immer. Also... Mit dem wollten wir reden, ne? Ja. Ärgerlich, ey. Nee, sowas nervt mich, aber... How about some potion to induce heavy sleep? Certainly. The old reliable. Reliable? Some of the brothers like a good sleep. And sometimes that's the only way to get one. Juhu! I'll show you how. Thanks. Cool. Neues Rezept. Okay. Hat er? Ich frag erstmal alles. Philip? What happened to Philip? Philip? He's unconscious. He's shivering and he has a fever. Ah, I didn't know that. When he first came here, he was fine. No wounds on him. He was escorting the others. Then he got worse and worse until he lost consciousness entirely. Ask Ilhanka. Maybe she'll know more. Ich möchte etwas von dir lernen. Gab's da noch als Option? Hm? Du hast da, er hat doch gesagt, ich möchte etwas von dir lernen. Doch da als Option. I'd like to learn a bit of everything. Can you now? Was? Oh fuck, zeig's durch. I do. In that case, you've come to the right place. Someone who knows what they're doing will have it done in a jiffy. Go to the herb garden, take a good look at what's growing there, and then pull up the weeds in the herbaceous beds. Is that clear? Clear. I can get cracking. Not so fast. Have I even told you what I consider a weed? It's dandelions, stinging nettles, and thistles. Those plants have their use, but they've no business growing among the euphrasia and the mentha, or anywhere else in that garden, for that matter. Yeah. I see. Once you've cleared the garden of weeds, come back, and woe betide you if you pull up anything but weeds. Don't worry, you've never had as good a gardener. Guck mal, ob er es vielleicht uns jetzt beigebracht hat. Nee, oder das, wenn, dann ist es doch in einem anderen Buch wieder da drüben. Nee, aber das ist ja nur das Diagnosebuch gewesen. Wir haben auch nichts bekommen von ihm oder so, ja. Ne? Na? Wir doch mal. Was ist ja die erste Seite, na ja. Bisschen merkwürdig, hat er was gesagt dazu und dann... Ja, easy. Ja. Schlaftrunk. Schlaftrunk. Eine Mohnblume, also Öl, Mohnblume, Einbeere, Distel. Einbeere, Mohnblume, Distel. Haben wir Einbeeren? Einbeere, Mohnblume, Distel. Mohnblume und Disteln sammeln wir oft ein. Obwohl, Disteln können wir jetzt rausreißen, gehen aus dem Garten. Das war ja das eins der Unkraut-Sachen, die er aufgezählt hat. Ja, hat er vielleicht die Sachen einfach da? Was? Diese? Einbeere, genau. Einbeere, ja. Und Mohnblume. Ich weiß nicht, wie viele. Ich habe jetzt immer nur eine gedacht. Weißt du was? Ich kaufe einfach eine. Kostet mich nichts.
Weil dann können wir, haben wir mehrere Versuche. Ja, okay, das muss ich nicht falsch dafür. Okay, dann brauchen wir uns auch. Erstmal lesen, was wir genau machen müssen. Ja. Wir merken uns das. Gucken, oder wir notieren uns das hier nochmal. Stopp. Ja, das hat immer gleich nochmal weiter. 1-1-1. Okay, warte, ich brauche einen Zettel. Wer nicht schlafen kann oder viel zur Ruhe bringen muss, möge den Trank brauen und anwenden. Doch vorsichtig vor zu häufigem Gebrauch, denn er vermag den Geist zu schwächen. Bei wandernden Kindern reicht die halbe Dosis. Oh, das ist fies. Bereite okay, wir brauchen Öl. Öl und je eine Hand und dann, okay, alles zusammen. Ah, nee. Öl. Vorbereiten. Genau, das ist das brauchst du dafür. Genau. Okay, also erst Mohnblumen in den Kessel. Und dann eine umdrehen und kochen. Ja. Also Mohn, eins, dann... Dies denn hinzu? Dieste für ein. Ja. Abkühlen. Und dann ein... Und dann die Einbeere. Ja. Und nicht nochmal kochen. Genau, und erst abkühlen lassen, ja, bevor du sie nimmst, weil er wirft sie sonst rein. Ja. Einbeere. Das ist kein Problem, das sollten wir hinkriegen. Das ist ja nur 1-1-1-1-1. Auf den Zettel geschrieben. Ich liebe... Voll, dann nochmal eh super vorbereiten. Ah ja, stimmt, genau das. Zack. Ich bin richtig gut im Kochen geworden. Willst du kochen? Nee, mach ruhig, weil das müssen wir uns umsetzen. Das war's Öl, ne? Ja. Was ist denn für ein Öl? Das ist interessant, wie das da rauskam. So, und dann ging's los mit einmal Mohn. Genau, jetzt kannst du ganz schnell hintereinander ziehen, dann... Yes, das genau, einfach hast du immer Q gesquammt. Ja. Genau, bis du siehst, dass es kocht. Noch einmal, jetzt Sanduhr. Reicht, kocht das jetzt durch, oder ich zieh nochmal, oder? Ich zieh nochmal. Dann kannst du schon das nächste in die Hand nehmen. Genau, was kommt jetzt? Dieste? Ja. Ah, jetzt an. Und dann die Sanduhr. Mach es! Du es! Und dann nochmal ziehen wahrscheinlich. Ja, einmal und dann lassen wir es jetzt einfach nur rauslaufen. Ja. Alchemie ist hier echt geil. Das haben wir schon mal erzählt, ne? Wie cool wir das System hier finden. Absolut. Hör auf zu kochen! Ah, ich glaube, das ist okay. Ja, glaube ich auch. Und jetzt müssen wir eigentlich nur warten, ne? Ach, guck mal, wieder im Rauch hier, der das schon nach oben zieht. Hier oben sieht er ein bisschen komisch aus. So, ne? Ja, das liegt an der Kante. Textur, die ist so ein bisschen... Ja, aber hier unten ist schon nett. Ja? Ja, Geduld musst du haben. Es dauert kurz. Geduld ist meine... Bis es ausgegangen ist. Große Stärke. Und jetzt noch die Einbeere rein. Ja. Einbeere. Tada! Und jetzt nimmst du so ein Fläschchen da. Ja. Ja, ich wollte so eine rote. Da stand ja nichts von Destillieren oder so, ne? Nö, zumindest hast du mir das nicht vorgelesen. Du hast es gelesen. Juhu! Und Alchemiepunkt. Ja, aber kein Perk. Nö. Hast du es jetzt schon fertig? Ja, das kannst du ihm den Trank geben. Würde ich auch gleich machen. Voll auch schlecht. ganz kurz, ich will mir eine Übersicht verschaffen. Geschenkt. Heilkräuter für Samek, okay, hilft dem Mann mit den gebrochenen Beinen, finde raus was... Ah, da können wir mit Johanka reden. Warte, mach doch erst den Schlaftrunk. So, der hier. So, eins nach dem anderen, ja, genau. I've got something for you. Really? Really? Drink this, and you'll fall straight to sleep. Oh, thank you! Was? Und dann steht da... Ah, okay. Das ist doch immer... Ja, ja. Ein bisschen seltsam. What's wrong with that man by the altar? He doesn't look wounded, but he's really pale and doesn't react at all. He had a broken leg. A bad one. The bone had come right through the skin. We tried to straighten it, but I don't know if we did it right. I'm not holding out much hope for him. I've seen folk in that state before and it didn't end well. My God. There has to be something we can do. And what do you suggest? The monks won't help, and I don't know anyone else who can.
Yes. Oh God. Well, I can try. I'll straighten his leg. You? Unfortunately, I've had occasion to try this sort of thing before. You have to place the bones as precisely as you can next to each other. It's hard, but you have to ignore any screams of pain. Uh-oh. It's the only way to help him. Naja, besser als sonst so geht er ja so oder so drauf in so einer Welt hier. Nein, aber die haben da bitte jetzt nicht extra noch ein Minispiel für gebaut, oder? Das glaube ich eigentlich nicht. One of the sick men, Semek, is complaining about pain and the fact he can't work. He says he... Semek? Is he one of our people? No, he's a construction worker. He's bruised and confined to... Henry, for God's sake, our neighbors are dying here. Your friends. There isn't time to waste on some construction worker's bruises. Hallo? Honestly, what were you thinking? Listen, all I need to find out is the name of a herb. Then go and look it up in a book. You've got your own herbarium, haven't you? Yeah. What happened to Philip? Poor man. Das ist so gut, wie jetzt wieder runterkommt. And now he's getting worse every day. But do you know why? Maybe. He didn't run away from Scalitz, you see. He hid for days among the... Oh, that's so schlimm. If he got poisoned. But what can we do? Us? Nothing. Only Father Simon might have been able to save him. He knew a lot about poisons. And where is he? Das wissen wir schon. You know he left Scalitz years ago. Das ist der, den wir suchen sollen, oder? If you believe the stories about a wild man in the woods, then Rovnar is the place to go. Da kommt man auch auf die Quest des Skull. Okay, es kombiniert sich dann. Ah, ja, es eskaliert hier immer weiter. Was war jetzt die Sache? Ah ja, Beinrichten. Wer war denn das? Nee. Oder? Das steht aber da dran. Ja, war das, glaube ich. Ja. Bitte kein Minispiel, bitte kein Minispiel. Are you holding oh Gott, ich will es nicht sehen. Oh-oh. Ah! Der arme Mann. Stärkepunkt. Dear Mistress Johanka, I come again in admiration of your selfless dedication. I would like to invite you to a fine banquet at my palace. You certainly have earned some... What business have you here, fellow? Who let you in? Ist das geil? Er steht doch voll auf die. Ja, klar. I'm taking care of the wounded, as I'm sure you're aware. Ah. Well then, run along and take care of them and let me talk to Johanka. You're not needed here. Alter, ich richte gleich dein Bein mal. Warum das Bankett nicht auch hier ausrichten? Ach, ich finde, wir können auch einfach gehen. Nein, ich glaube nicht, dass... Naja, wenn Ich will mich jetzt auch nicht in Johankas... Deswegen finde ich irgendwie... Aber das ist schon eine nette... Hast du Witz, ich würde auf jeden Fall nicht das Erste... Komm, aber wir wissen doch, dass sie eigentlich nichts von ihm will. Das hat sie nicht per se gesagt, sie hat sich mit ihm gestritten, das kann aber nicht... Das muss ja nicht heißen, dass sie ihn überhaupt nicht leiden kann. Wenn du willst. I won't intrude, Custodian. That's what I like to hear. Well, Johanka has my invitation, so I look forward to seeing her soon. Mhm. Wir reden mal mit Johanka drüber. Ja, genau, würde ich sagen. Was denkst du dazu? That custodian Sebastian is really obnoxious. He can be unpleasant, but in his own way. Oh, really? I don't know. You can't be serious. Bist du mancher? What's that supposed to mean? At least he was here. Unlike you, the whole time. And anyway, mind your own business. Siehst du, hab ich gesagt. Möchte ich nicht in das Business anderer Leute ein. Ja, wie geht's dir so? Was sagt unser Patient? What do you want? I see you look much better. No, I feel much better. Then I heard it was all down to you. Thank you. If you ever need to know about anything that's going on in Sassau, come and see me. There's nothing much happens here without my knowledge. Thomas is my name. Du siehst gerade nicht so aus, als würdest du hier besonders viel mitbekommen, aber. Jetzt gerade nicht, aber. Okay, wer ist der nächste Patient? Wer ist unser nächstes Opfer? Ich hätte gerne so eine Tafel, wo das immer. Pater Simon auf jeden Fall ist das letzte. Finde Pater Simon, schaffe Heilkräuter für Samek. Genau, Doc. Wer war Samek?
War das Samek? Ja. Achso, da sollten wir nachschlagen, ne? Genau, da hat sie gesagt, Was war sein Problem? Weiß ich nicht mehr. Shit. Da kannst du ihn ja nochmal anlabern. Was geht's? Was ist noch dein Problem? Oh, vielleicht geht's. Haben wir die durch Zufall schon in der Tasche? Hopefully I have what you need. Oh. Okay, es wäre jetzt einfach nur... Okay, nee. Abbrechen? Annehmen. Shit, was war denn da? Fuck. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was der wollte oder was sein Problem war. Was der hat? Ja, was hat er denn? Was hat er uns denn erzählt? Da steht es. Ich muss herausfinden, wie man Simic helfen kann. Er hat... Wo steht das? Ein violettes Kraut erwähnt. Er hat ein violettes... Sie wollte ihm das ja nicht sagen, die Johanka draußen. Aber was hatte er denn? Er hat uns doch irgendwas erzählt, dass er hat einen Unfall gehabt, ne? Ja, genau. Auf der Baustelle. Und hat Prellungen und Schmerzen. Ein violettes Kraut. Kann ja mal... Aber hier war ja... In dem Buch waren ja nur die... Naja, geh mal ins nächste da. Was denn? Hier? Da ist noch eins. Gegen Flöhe und Warzen. Flöhe? Warzen. Ja. Okay. Wenn wir das mal brauchen. Ist hier noch was? Weil sie meinte, kann er das uns vielleicht sagen? Du hast ein komplettes Hahaha zur Verfügung. Irgendwas. Herbarium oder was. Herbarium, ja. Ja, das läuft im Winter. Verstehst du etwas von. Ja, genau. Do you know anything about herbs? I'm not an expert, but I know a little something. Is it urgent? Well, one of the workers that was injured during construction would like to get back to work. He mentioned some purple flowers that would. Herbs. Purple herbs that should help. I couldn't tell you off the top of my head, but you can have a look in the herbarium here. There won't be too many purple herbs for bruises and sprains. Okay. Okay, aber wo ist denn dieses Herbarium? Das steht irgendwo dann im Regal. Aber hier kann ich nur klauen. Das ist ja das Warzen- und Flöhe-Ding. Hier sind auch keine anderen Bücher, oder? Vielleicht hat er das jetzt ausgetauscht, zufälligerweise. Das zweifel ich stark. Das sind halt nur die sind diese Pests Körpers- und Sachen, die in Marriott umgingen. Um sicher zu gehen, hier ist jetzt nur das vom Alchemietisch. Er hat hier auch nichts. Ne, hier ist es nicht, sondern in dem Raum. Sicher? Hier hinten? Nö. So was Wertvolles warst du ja nicht da auch, wo die... Ja, wo steht denn sowas dann? Mann, hier sind jetzt... Boah, das blendet immer mich so krass, wenn man rausgeht, ne? Das ist ganz seltsam in dem Spiel. Das sagt einem das Spiel jetzt hier gerade auch nicht mehr. Okay, das ist diese andere Quest mit dem Kräutergarten, die können wir irgendwann noch irgendwann machen. Ja. Ja, da soll man erst in Roffner fragen, wo, aber da können wir ja gleich durchschreiten. Ja, genau. Wir können über Roffner. Können wir abkürzen. Ja, wo könnte es denn dann sein? Es wird nicht im Hauptkloster sein. Kann man das bei ihm kaufen? Boah, das könnte natürlich sein, dass es ein Buch ist, einfach was man sich zulegen kann. Aber ich... Nicht, dass wir das am Ende schon haben. Irgendwas mit Herb heißen. Herbarium. Ja. Dann nicht. Hat er irgendwas Violettes? Nö. Salbei. Salbei hat Salbei nicht auch violette Blüten? Ja, aber Salbei wird das nicht sein. Also, es wird bestimmt was richtig Violettes sein. Warum Trostbeil? Beinwell. Ja, aber ich glaube, man muss es vorher. Man muss es wissen. Man muss es wissen, aber ich würde einfach gerne in dem Buch nachlesen. Ich wüsste, wie das scheiß Buch ist. Soll ich das mal? Nein. Googeln. Nein, ich wollte es nicht googeln, die Lösung googeln, sondern das Buch googeln. Also ob wir das da hier irgendwo nachlesen oder. Ja, mach mal. Das Teil gibt's bestimmt online. Ich suche tatsächlich gerade diesen Kräuterkundler, der hier auf der Karte gezeichnet ist. In der Hoffnung, dass bei dem dieses Buch rumsteht oder so, aber kommt man auch irgendwo rein. Steht bestimmt wieder irgendwo und wir sind blind. Ja, muss aber die Quest mal suchen. In Gottes Hand. Also, was haben wir denn da jetzt noch offen gerade? Also, die Heilkräuter für Samek, das Wild und Pater Simon, aber das kombinieren wir dann ohnehin mit der anderen Quest. Das mit dem Wildfleisch ist jetzt echt blöd gelaufen. Das mache ich vielleicht, dann hole ich das nochmal ran.
eh zwischendurch mal jagen gehen wieder. Oder Fördner? Kannst du das wissen, Elias? What do you do? What I can. Jetzt geh mich hier mal durch. And what may sometimes I have to. How long have you been helped? Since before. Okay, kann nichts beitragen. Hier ist jetzt auch nichts weiter. Ja, ich würde sagen. Ja? Ich habe nur Herbarium eingegeben und anscheinend ist es eine der meistgefragtesten Fragen. Ja. Da gibt's in unserem Alchemiebuch kann man das scheinbar rum. Das sind zwei Bücher in Wirklichkeit. Okay. Man kann das scheinbar umstellen zwischen. Inwiefern? Steht hier. Read the book. Bla bla bla. Station book. Is like two books in one. The Herbarium lists all herbs. Ja, herb. Ich hab's schon. Genau. Da sollen wir reingucken. Okay, also ist noch irgendwas Violettes. Das hatten wir auch schon mal aus. Okay. Benedictus Distel. Gegen allerlei, insbesondere gegen die Pest. Gegen die Pest? Okay. Nein. Nein. Calendula. Nein. Euphrasia. Ich guck mir die Pflanzen mal nicht mit dir. Cool. Dociamus Bülsenkraut. Johanneskraut. Kamille. Ich gucke mal, ob ich die. Finde die Bilder schön. Minze. Menta Minze. Kultivieren erhöhen. Redekonzept. Selten auffindbar. Kann nicht von anderen trinken. Nee. Nein. Nummer? Einbeere. Einbeere? Weil die war nicht violett, oder? Nee. Allein ist der Herbst zusammen. Es ist giftig, Übelkeit. Tode führt die Vergiftung. Okay. Salbei, ein aromatisches Kraut zum Räuchern und als Zutat für Tränke aller Art, vertreibt Insekten und böse Geister bei Inhalationen prophetische Träume. Übermäßiger Konsum macht geistig Träger, okay, auch nicht. Beibel, Opgern als Schwarzwurz, bestes Heimat der gebrochenen Knochenschwellung und Brennwurm. Ja, genau. Also Beibel ist es. Haben wir Beibel gehabt? Ja, das haben wir. Nee. Das haben wir verkocht. Achso, nee. Das war dann. Gucken wir mal. Ganz sicher zu gehen, wir haben halt schon verdammt viel Stuff. Ja, wer weiß wahrscheinlich. Komm schon. Da ist es. Da hatte ich das doch vorhin schon gelesen. Ja. Kaufen wir eh alles einfach ab. Tschüss. Boah, kostet ja nichts. Ja. Können wir den nämlich auch noch kurz verarzten? Kannst du zurück? Hopefully I will. Das ist nett, immer dieses. Hier ist es. Okay. Mehr als eins kann ich ihm gar nicht geben. Luck, soon be feeling better. If you find the time, stop by to see me in a few days. Cool. Ja. Okay, dann würde ich sagen, wir haben viel schon geschafft in dieser Folge. Ja. Dann können wir in der nächsten Folge kombinieren wir einen Mann Gottes mit in Gottes Hand. Genau. Weil da geht's ja jedes Mal um den Pfarrer. Und dazwischen wirst du uns gefälligst nochmal das Fleisch besorgen, ja. Genau, das mache ich im Off, weil wir jetzt eh nur eine ganz kurze Session gespielt werden. Zeit davon haben. Da jage ich dann nochmal, kann eh ein bisschen skillen. Und du brauchst über 100, denk dran, weil die 7 werden bestimmt noch kaputt gehen. Das abgeben, unterwegs auch mal wieder verkaufen und so. Aber das war schon ganz, ganz ergiebig. Ich finde es auch total cool, dass halt erstmal hast du natürlich diese ganzen vielen kleinen Aufgaben, die du abarbeitest und dann im Hintergrund noch diese andere Geschichte mit Johanka und dem Kustos. Da ist doch das letzte Wort noch nicht gesprochen. Nee, und ich finde es auch total cool, dass alles, was irgendwie in dieser Geschichte hier aufgebaut wird, in der Hauptgeschichte von uns, dass es immer wieder Einzug findet. Wir treffen Leute, die wir aus der Stadt kennen. Ja. Ein guter Kumpel hinterher geht uns. Hier haben wir Leute, die wir hypothetisch aus dem Dorf kennen, denen wir helfen. Ich finde, das ist so super rund. Das hat Hand und Fuß. Und das ist schön. Ja, also. Wir werden jetzt PUBG spielen. Ja, tschüss. Tschüss.